Also hat er sich jetzt mich als Objekt der Begierde ausgesucht und hat einmal schön mich zum verbalen Mülleimer auserkoren. Der hat alles, was er erlebt hat, über mich ergossen. Alles, komplett. Und ich habe dann nur gedacht, okay, da stehen jetzt 5 Leute um mich rum. Die haben jetzt schon den Spaß, weil ich vortelefoniere und kriege mal richtig so auf eine verpasst. Die haben sich schon, guck mal, jetzt ist er auch mal dran. Ja. Und ich war ein bisschen beeindruckt von den Schimpfwörtern, muss ich zugeben. Und habe aber dann mit Zwischenlauten, weil ich die Technik kann, diesen Kunden nicht unterbrochen, aber still bekommen. Denn was wäre passiert? Der hat mich da angefaucht. Und hätte ich den auch nur ein einziges Mal unterbrochen. Aber nur ein einziges Mal, nur ganz kurz. Ich glaube, der wäre durch den Telefonhörer gesprungen und hätte mich gekillt. Ja, der war so auf 180, reicht schon nicht aus. Der hat 2 Tacho gehabt. Die waren beide auf Anschlag, beide rot. Turbine, Overload. Also habe ich meine Technik angewandt und habe immer gesagt, aha, okay, ja, verstehe. Ach so. Okay. Dann habe ich nichts mehr gesagt. Und das Nichts mehr sagen, was meint er, was er dann gesagt hat oder gefragt hat? Sind Sie noch dran? Das hat er mich gefragt. Und das ist der Trick, wenn du jemanden, der sehr aufgebracht ist, auf den Teppich zurückholen möchtest, ohne ihn zu unterbrechen. Ja, das funktioniert auch im Face-to-Face, geht das auch, indem du ihn immer anguckst und dann lässt du das und guckst nur noch hin. Und am besten die Arme auch noch hängen lassen. Körpersprache. Ja, damit du ihn nicht unterbrichst und er aber trotzdem sich abgekühlt hat. Weil wenn einer in Rage ist, lass ihn erstmal. Meine Erfahrung. Gibt bestimmt andere Techniken, Psychologen oder so haben bestimmt auch noch andere Tricks, Spritze oder so, keine Ahnung. Aber ich mache das gerne ohne Medikamente. Ich mache das mit Zwischenlauten. Also das könnt ihr euch gerne auch nochmal mitnehmen, wenn ihr im Homeoffice seid und am Telefon arbeitet. Zwischenlaute geben, also erst anfangen damit. Ja, okay, verstehe. Dann die Pausen länger werden lassen. Ja. Und dann nichts mehr sagen. Und irgendwann sagt er dann, sind Sie noch dran. Müsst natürlich dafür sorgen, dass im Hintergrund nicht gerade eine S-Bahn vorbeifährt oder so, dass er das hört oder Kinder spielen oder ein Hund bellt. Ja, sonst merkt er ja, dass ihr noch dran seid. Dann mach einfach auf stumm am Telefon, dann ist es Mucksmäuschen stumm, still. Und dann wird er euch fragen, irgendwann sind Sie noch dran. Und in dem Moment, wenn er sagt, sind Sie noch dran, dann sagt ihr, ja, ich bin noch dran. Ich wollte Sie nur nicht unterbrechen. Ich habe aber die Lösung für Ihr Thema. Das habe ich dem damals dann gesagt. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Achtung, Glatteis. Habe ich ihm dann gesagt, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Sie sind total genervt, dass da dauernd jemand anruft. Sie sagen den Leuten immer, lass mich in Ruhe, ruft mich nicht dauernd an. Die rufen trotzdem wieder an. Die sagen ihnen auch, sie nehmen sie aus der Liste raus und trotzdem kommen die Anrufe. Heute kommt dies, morgen kommt das, übermorgen kommt jenes. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist heute. Und dann ging das noch ein bisschen so weiter, bis ich ihm dann gesagt habe, und wenn ich Ihnen jetzt heute sage, dass das heute ein Ende hat, vielleicht morgen noch, aber dann übermorgen ist es vorbei, ist es dann interessant, mit mir weiterzusprechen? Und dann sagt er, was würden Sie denn machen, damit das aufhört? Haben die anderen auch schon gesagt. Sag ich, ja, als Sie jetzt sich gerade so darüber echauffiert haben, was da passiert ist, habe ich eine Lösung für Sie erarbeitet. Und zwar ist es folgendermaßen, Sie haben wahrscheinlich bei einem Gewinnspiel mitgemacht und kriegen deswegen die Anrufe dauernd. Und das Einzige, was bei Ihnen hilft, halten Sie mich für verrückt, ist eine neue Telefonnummer. Und interessanterweise arbeite ich bei einem Handyanbieter und da sind bei einem Telefon auch immer neue Nummern mit bei. Also das wäre jetzt eine Lösung. Nur wenn Sie das machen, dann dürfen Sie die neue Nummer nicht auch wieder dort irgendwo eintragen, sondern behalten die für sich, weil die kennen dann nur Sie, Geheimnummer. Dann haben wir noch ein bisschen hin und her geredet, der hat gelacht und hat tatsächlich am Ende mir ein iPhone abgekauft. Mit einer neuen Nummer. Und was habe ich ihm verkauft am Produkt? Das Produkt, das ich ihm verkauft habe, war kein Handy mit neuer Nummer. Es war schlicht und ergreifend, und das habe ich ihm auch so gesagt, Ruhe und Frieden. Ich habe ihm Ruhe und Frieden verkauft. Hat er wieder seine Ruhe gehabt, seinen Frieden, und ich hoffe für ihn, dass er
das nicht wieder gemacht hat, damit die Spirale nicht wieder von vorne eingeht. Ich habe mir diesen Kunden, obwohl der wirklich woanders unterwegs war, zum Freund machen können. Ich habe meine gute Laune bewahrt. Wir haben hinterher noch gelacht. Er hat sich sogar entschuldigt dafür, dass er mich beleidigt hatte. Und hätte ich das nicht gewusst, mit Rückfragen stellen oder Verständnisfragen oder nochmal spiegeln, wenn ich diese Technik nicht gewusst hätte, dann hätte ich einfach nur auf die Mütze gekriegt und vermutlich wäre dann selbst mir nach dem Call nicht so eine gute Laune widerfahren, als ich es abgeschlossen habe. Also, aktives Zuhören. Zuhören ist für viele Menschen schon schwierig genug.